Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute gibt es die nächste Folge zum Thema Bäume, beziehungsweise eigentlich ist es sogar die erste Folge, weil es heute darum geht, wie ging das mit den Bäumen und mir eigentlich los? Das war sehr spannend. Ungefähr vor 2 Jahren lag ich im Garten bei meiner Mutter und da stand dann so rechts von mir ein Apfelbaum und ich habe mich auf eine Liege gelegt, die so 7 Meter Abstand hatte. Und ich habe mich hingelegt, war total entspannt und auf einmal höre ich sowas wie, wie so ein, das Gefühl, dass mich jemand anspricht. Und ich dachte mir so, ach, das bildest du dir ein, das ist ja Quatsch, wie soll denn das funktionieren? Und dann habe ich irgendwann gehört, ja doch, guck mal. Und dann habe ich gemerkt, okay, der Baum redet mit mir. Zum Glück. Mein erster Lehrer hat mir damals auch erzählt, dass er mit Bäumen spricht. Ich war damals noch leicht verwundert und habe dann aber gemerkt, anhand dessen, dass er das mir erzählt hat, dass das bei ihm so war, dass ich das jetzt auch erlebe. Also, dass es offenbar schon Menschen vor mir hatten, dass sie mal von Bäumen angesprochen werden oder damit in Verbindung sind. Und dann könnte ich mich da besser darauf einlassen. Und deswegen teile ich das jetzt auch, weil ich weiß, dass es vielen vielleicht so geht, die dann denken, dass sie vielleicht gerade irgendwie verrückt sind oder mit sich zweifeln oder hadern oder sich vielleicht auch nicht trauen, das zu erzählen. Genau. Jedenfalls hat dieser Baum dann gesagt, nimm doch mal deinen Arm hoch. Dann habe ich das gemacht und gesagt, okay. Und mit dem Abstand zum Baum und von meinem Arm war der Baum, hat mein Arm und meine Handfläche ungefähr diesen Baum bedeckt. Das heißt, der Baum hat mir dann gesagt, so, jetzt siehst du, du bist ein Baum und ich bin ein Baum. Und Menschen sind Bäume und Bäume sind Menschen. Und das war zum Anfang für mich ziemlich leicht verstörend, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, wie denn jetzt Bäume Menschen sein können und Menschen Bäume. Und dann hat sie gesagt, ja, schau, du hast hier diesen Unterarm, das ist ungefähr wie der Stamm von einem Baum und ihr seid beweglich und wir sind aber nicht beweglich. Und dass die Handfläche wie die Krone ist. Und die Bäume haben eben die Krone für die Blätter, für die Tiere, damit sie für uns eben auch den Sauerstoff ja, produzieren. Und wir haben eben die Hände, um etwas auszuführen. Wir können damit kreieren, wir können damit Dinge erschaffen. Und wir können uns als Menschen eben bewegen von einem Ort hin, von einem Ort weg, von einem Baum hin, von einem Baum zurück. Und das hat sie mir gesagt, dass wir sozusagen bewegliche Bäume sind. Ich habe immer noch nicht in der Tiefe verstanden, warum sie meint, dass Menschen Bäume sind. Ich hatte eine Vision, darauf gehe ich später auch nochmal ein. Also in einem anderen Video, da ging es darum, dass wir tatsächlich möglicherweise, dass es eine andere Inkarnationsform gibt, als wir das jetzt hier auf der Erde haben, durch die Geburt, durch die Frau, sondern dass es auch sein kann, dass vielleicht nicht hier, aber vielleicht in anderen Dimensionen, Welten, dass die Menschen wirklich mit den Bäumen zusammen eine Wesenheit sind und dann wir so eine Art Frucht sind. Und so, aber hier, dass wir eben natürlich eine Symbiose haben. Wir begleiten uns, also die mit den Bäumen sich miteinander fühlen, die sind regelmäßig vielleicht mal mit einem Baum gemeinsam und kuscheln den mal oder schenken dem mal eine Blume. Ansonsten ist es auch diese Verbindung, dass wir eben unsere Luft ausatmen und das ist eben die Essenz, die ein Baum braucht. Die Bäume brauchen unsere, ich sag, Ausatemluft, um zu leben. Und wir brauchen deren Ausatemluft. Und was auch ganz süß ist, wenn man mal so die Blätter untersucht, dann kann man auch sehen, wie die Blattspalten, wie der Baum so atmet, wie die immer so aufgehen, wie so ein kleiner Mund und wie der sich schließen. Das ist mega süß. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr ja, Ähnlichkeiten finde ich zwischen uns Menschen und Bäumen. Und wir dürfen eben uns daran erinnern, dass wir zusammenarbeiten, dass wir ein Team sind, dass wir eben die Bäume schätzen und ehren und uns sie bewusst wahrnehmen.
Genau, und das wollte ich jetzt erstmal im ersten Thema, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, was war mein erster Kontakt, wie habe ich das erste Mal einen Baum, also eine Bäumin, gehört und wahrgenommen, das mal mit euch teilen. Und dann werde ich noch weiter eingehen auf, wie die Bäume mit mir kommunizieren, was sie sich wünschen und was ihre Gedanken sind, zum Beispiel zum Thema Sterben oder zum Thema alt werden oder zum Thema Verbindung. Bleibt gerne dran und stellt gerne Fragen oder kommentiert gerne, was eure Gedanken sind zu den Bäumen. Und ich freue mich total, dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt und wünsche euch alles, alles Liebe und ganz viel Kraft und dass ihr das tut, was ihr möchtet. Danke.